Wird eine EM-Rente automatisch in eine Regelaltersrente umgewandelt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir haben eine Anfrage bekommen auf Rentenbescheid24.de und da geht es wieder um dieses klassische Standardproblem. Was passiert, wenn ich in ein paar Monaten vor Auslaufen meiner EM-Rente die Regelaltersgrenze erreichen, muss ich da irgendwas tun, muss ich einen Antrag stellen, wie auch immer. Also, ich werde dieses Jahr 66 Jahre alt, erhalte noch bis zum 30. Juni 2023 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung. Danach habe ich Anspruch auf die Regelaltersrente. Wird die EM-Rente dann ab dem 1.7.2023 automatisch in die Altersrente umgewandelt, muss ich noch irgendwelche Anträge stellen. Mit freundlichen Grüßen und so weiter. Also im Grundsatz muss man gar keine Anträge stellen. Da gibt es einen speziellen Paragraphen, der regelt das. Das ist also so eine Ausnahme von dem Antragszwang. Und zwar der Paragraph 115 Absatz 3 SGB 6. Ich schaue da gerade mal in meinen Monitor rein und lese mal ganz kurz vor, was da drin steht in dem Absatz 3. Haben Versicherte bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder eine Erziehungsrente bezogen, ist anschließend eine Regelaltersrente zu leisten, wenn sie nicht etwas anderes bestimmen. Also, da steht es klipp und klar drin, wenn Sie eine EM-Rente beziehen und im Anschluss daran die Regelaltersrente bekommen können, müssen Sie grundsätzlich keinen zusätzlichen Antrag stellen. Wenn Sie aber etwas anderes bestimmen wollen, also eine andere Altersrente danach haben wollen, obwohl Sie die Regelaltersgrenze erreicht haben, ist ja möglich. Ja, also Sie können auch sagen, ich möchte eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen dann haben. Dann müssen Sie letzten Endes hier einen Formularantrag ausfüllen. In der Regel ist es so, dass die Rentenversicherung, also Ihr Rentenversicherungsträger, Ihnen 4, 5, 6 Monate vor Auslaufen der EM-Rente einen sogenannten verkürzten Rentenantrag zuschicken. Und da wollen die einfach nur noch mal wissen, bestimmen Sie etwas anderes. Die meisten Leute setzen das Kreuz an die Regelaltersrente. Das ist doch völlig klar. Und dann wird die Rente ganz normal, die EM-Rente, als Regelaltersrente weitergeleistet. Natürlich berechnet die Deutsche Rentenversicherung die Regelaltersrente erst einmal und guckt, wie sind die Entgeltpunkte und wie sind die persönlichen Entgeltpunkte, gibt es da irgendeine Veränderung? Wenn die persönlichen Entgeltpunkte in der Regelaltersrente niedriger sind als in der EM-Rente, dann kennen Sie das mit dem Besitzschutz. Dann bekommen Sie meistens die persönlichen Entgeltpunkte aus der EM-Rente besitzgeschützt in der Altersrente dann weiter gewährt und nach § 88 wird dann die monatliche Altersrente mit den besitzgeschützten Entgeltpunkten aus der EM-Rente weiter berechnet. Aber die Frage war ja nicht, wie sieht es mit den Entgeltpunkten aus, sondern die Frage war einfach, muss ich hier einen Antrag auf eine Regelaltersrente stellen? Ich sage, im Gesetz steht das so nicht. Die Rente wird dann, die EM-Rente wird als Regelaltersrente weitergeleistet, aber im Normalfall schickt Ihnen die Rentenversicherung einen verkürzten Rentenantrag zu und den füllen Sie aus. Ganz einfache Sache, schicken das dahin und dann kriegen Sie Ihre Regelaltersrente oder aber die Altersrente, die Sie gerne haben möchten, wenn Sie dann auch die entsprechenden Voraussetzungen für die Altersrente erfüllen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.